Hallo Leute, willkommen bei Dawn of Man. Dies ist Teil 22. Und ein neuer Mensch wurde geboren. Ah, und hier ist es jetzt rot, weil wir jetzt unsere Kapazität voll ausschöpfen. Und ich denke, das lassen wir jetzt auch so über den Winter, weil wir brauchen ja noch genug Klamotten für alle. So. Immerhin sind hier noch ein paar Fälle reingekommen. Und jetzt müssen sie hier noch eifrig neue Klamotten bauen. Wir haben sogar einen Verlust an Hautoutfits. Eben hatten wir noch mehr. Jetzt lasse ich hier auch mal Hautoutfits produzieren. Wir brauchen noch 4. Gut. Auch auf hoher Priorität. Und hier sind die auch auf hoher Priorität. Ja, wenn die mit den ganzen Hautoutfits fertig sind, dann müssten wir genug haben. Werden sie gar nicht können, weil wir momentan nicht genug heute haben. Aber ich fange jetzt mal wieder... Oh, da zieht jemand fleißig den Schlitten. Das ist gut. Okay. Mal gucken, wo der Schlitten hingezogen wird. Das gucken wir uns jetzt mal an. Und dann stelle ich wieder einen Jagdtrupp zusammen. So. Fleißig, fleißig. Wo bringst du das Holz hin? Interessant. Ah, er holt vielleicht noch eins. Nö. Sehr mysteriös. Ah, den hat er gleich mal mitgenommen zum Baumfällen. Okay, gut. Das ist cool. So. Jetzt warten wir noch kurz, bis der Baum fertig gefallen ist und dann aber. Jetzt kommt auch noch ein Sturm auf. Ja. Und das dauert und dauert. Ja, das dauert mir jetzt zu lange mit dem Baumfällen. Tut mir leid. Ui, 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 ui. Jetzt gucke ich mal. Wer von euch hat denn gerade Kraft und Zeit und... So, du. Turuk. Und... Hier. Und du. Reichen 3... Meistens reichen 3. Ich guck mal, ob ich noch jemand finde, der gerade geeignet ist. Hier werden die Klamotten geschnitzt. Das ist gut. Das ist ein Kind. Ja, ich denke mal, ich sollte es bei den 3 belassen. Die anderen sind irgendwie mit was anderem beschäftigt. Jetzt... Einmal können wir ja noch rübergehen. Gut, letztes Jahr war ich ja auch im Winter mal drüben. Das haben die auch ausgehalten. Sind dann tapfer durch das kalte Wasser geschwommen. Aber das möchte ich natürlich möglichst vermeiden. Überhaupt keine Tiere hier. Oh, 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 was machen wir denn da? Hier in unserem Jagdparadies keine Tiere. Haben wir unsere ganzen Jagdgründe schon abgegrast. Oh, oh. Hm. Da ist eins. Ein einsames, kleines. Was bist denn du für eins? Sieht man gar nicht. Wahrscheinlich ein Schweinchen. Nee, eine kleine Ziege. Tja, später könnten wir die dann hier einfangen und damit züchten.
Aber das dauert noch ein bisschen. Das kriegen wir wahrscheinlich in diesem Winter nicht mehr hin. So, und ich guck mal hier rüber, ob da drüben vielleicht Tiere sind. Da haben wir ja noch nie gejagt. Da sitzt ein einsamer Bock. Aber viel ist hier auch nicht. Tja. Es lohnt sich kaum. Wo sind denn die ganzen Herden? Naja, im Herbst und Winter ist meistens recht dürftig. Dann ist man froh, wenn man im Rest des Jahres genügend gejagt hat. Tja. Lauter rote und orangene Geschöpfe. Hier ist noch ein vereinzelter. Tja. Ihr armen Jägersleut. Oh, hier. Das ist doch ziemlich in der Nähe, oder? Naja, auch nicht gerade. Na gut, ihr macht jetzt erstmal. Huch. Nee, den wollte ich jetzt nicht zum Fällen von den dreien freigeben. Womöglich habe ich hier jetzt das Ziel aus dem Auge verloren, was natürlich ein Fehler war. Einmal links geklickt und schon. Was läuft denn da rum? Da ist irgendwas Grünes. Aber wir hatten doch hier in diesem Tal etwas. Oh, hier sind jetzt plötzlich mehrere. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sogar besser als vorher. Okay. Jetzt machen wir mal schneller. Jetzt ist hier auch der Baum umgefallen. Ich lasse es jetzt einfach mal umgedreht, damit ich dann schneller hier bin. Oh, er ist schon müde. Muss ich ihn vielleicht nach Hause schicken? Die anderen gehen ihrer Arbeit nach. Das ist gut. Na, und bevor wir dann Ziegen domestizieren können, müssen wir noch Ställe bauen. So, wie sieht es bei euch aus? Sie pirschen sich, okay. Und die anderen sind wahrscheinlich alle abgehauen. Tja. Ah, einer läuft schon nach Hause. Gut. Dann hier noch ein. So. Ja. Immerhin haben wir schon wieder zwei neue Punkte. Oh, Feuerstein holen ist schon wieder erschöpft. Da muss ich dann gleich wieder was anordnen. Oh. Tja, dann warte ich jetzt noch die Jagd ab und dann suche ich ein neues Feuersteingebiet. Ich glaube, ich hatte da noch irgendwas gesehen. Ja, und im Frühjahr bauen wir dann hier diesen Hauskreis aus. Und dann lasse ich vielleicht auch hier noch Bäume fallen, um dann hier einen dritten Hauskreis zu machen. Vielleicht passt auch hier noch einer hin. Und dann brauchen wir hier natürlich Platz für Ställe. Das wird noch alles voll durchgewuchert. Wie sieht's aus? Ah, sie sind auf dem Heimweg. Da ist schon jemand mit dem Schlitten unterwegs. Das finde ich sehr gut, die Idee.
Okay, wo sind denn jetzt die anderen? Sind die alle weggelaufen? Tja, verständlich. Ja, ich glaube, meine Jäger sind auch irgendwie müde und hungrig. Ja. Okay, dann seid ihr jetzt frei, nach Hause zu kehren. Und jetzt hat der Winter auch schon angefangen. Wir haben genug Klamotten. Uff, da bin ich aber froh. Und Essen ist nicht so viel, wie wir schon hatten. Wir hatten früher mehr Essen. Aber ich denke mal, das müsste reichen. Immerhin 27 Fleisch und 30 Fisch. Hier sollte ich vielleicht mal das Limit erhöhen. Weil wir jetzt ja mehr Leute haben. Und hier haben wir schon einen so einen Heuschober. Voll oder fast voll. Na, wahrscheinlich noch nicht ganz voll. Das ist gut. Und damit hoffe ich dann, die künftigen Hütten bauen zu können. So, jetzt holt auch immer jemand Wasser. Ich habe zwar keine Ahnung, wo das aufbewahrt wird. Können wir ja mal gucken. Da ist es, in diesem Zelt. Naja, ehrlich gesagt können sie dann auch zum Wasser gehen, hier zum Fluss gehen zum Trinken. Aber es wird als Tipp ausgegeben, dass man Wasser einsammeln lassen sollen, weil das schneller geht. Ja, auch du bist hier ganz traurig. Turgol, du könntest hier beten gehen oder was auch immer ihr da macht an diesem Totempfahl. Ob ich den da hinschicken kann? Ich probiere das mal. Nee, das hat irgendwie nicht geklappt. Er macht jetzt Übungen mit seiner Axt. Oh, ist das cool! Vielleicht macht ihn das auch glücklich. Jetzt hat er aufgehört, die Übungen mit seiner Axt zu machen. Das sah eben cool aus, wie so ein Kung-Fu-Kämpfer oder so. Ja, vielleicht macht dich die Arbeit wieder zufrieden. Und ich muss Feuerstein suchen. So. Ich guck mal, ob ich hier in diesem Bereich was finde. Damit sie nicht schwimmen müssen. Eigentlich müsste dieses doch hier noch gehen, oder wie? Feuerstein. Oh, das sieht leer aus. Das auch. Okay, Pech. Da ist welches. Okay, abbauen. Ist die Frage, ob sie dann das Ganze hier abbauen oder nur einmal. Aber das werden wir sehen. Weil ich habe ja kein Abbaugebiet gemacht. Aber hier, da liegt noch was rum. Na. No. Ach. Jawohl, Abbaugebiet. Feuerstein. Mal gucken, ob es hier in der Nähe zufällig noch ein anderes gibt. Nee, sieht nicht so aus. Also hier, zack. Oh, und was ist da? Das ist doch auch Feuerstein. Und hier auch. Ja, die kriegt man sogar alle drei mit rein. Sehr gut. Ah, oh, und hier könnte man auch noch abbauen. Na, also bei so viel Feuerstein kann nicht viel schief gehen.
Ich denke mal, der Winter, den müssten wir halbwegs hinkriegen. Ja, es gibt auf jeden Fall genug Klamotten, wenn die jetzt nicht schlagartig kaputt gehen. Heute sind wie immer etwas dürftig. Und das Fleisch ist auch etwas dürftig. Und die Laune ist vor allem ganz schlecht. Vielleicht brauche ich noch einen zusätzlichen Totenkopfpfahl-Dingenskirchen. Ich guck mal, ob ich in der Richtung vielleicht auch was Neues bauen kann. Nö. Ach, da brauche ich zwei Häute. Und dafür auch eine Haut. Tja. Aber was nützt es, wenn sie immer traurig sind? So. Stelle ich das mal hier hin. Oder andersrum. Ja, eigentlich ist es, glaube ich, ganz gut, wenn das so die ankommenden Leute begrüßt. Und ich guck mal, ob sie noch heute am zu holen haben. Nee, erzeuge getrocknete Haut und Leder. Da ist wohl nix in der Pipeline. Ja, hier friert jemand. Zieh dir mal was Warmes an. Wir haben genug Klamotten. Schauderhaft, schauderhaft. Ich guck noch einmal rum, ob ich hier in der Nähe vielleicht was zu jagen finde. Und wenn nicht, dann mache ich, oder überhaupt, auch wenn ja, dann mache ich einfach mal schneller, damit der Winter schneller rumgeht. Ist ja ein Trauerspiel. Und ich lasse noch ein bisschen was fällen. Tja. Nichts zu jagen. So weit weg sind die gegangen. Was hast du denn gemacht? Im dünnen Hemde. Jetzt frierst du. Was ist da? Keine Tiere, ganz und gar nichts. Wo rennen die denn hin? Vielleicht wandern die in den Süden aus, wenn der Winter kommt. Ja, hier, das ist bestimmt ein Wolf. Der ist wahrscheinlich auch hungrig. Ich guck noch mal da hinten. Das auch. Absolut nix bei dem kleinen See. Was jetzt natürlich bei dem Wetter schon ein bisschen weit wäre. Ein Zicklein. Nee. Dafür schwimmen wir nicht darüber. Jetzt gucke ich noch einmal da drüben und dann ist aber genug. Da läuft auch jemand rum. Was macht ihr denn hier? Habt ihr hier irgendwas gesucht? Das ist doch das andere Ufer, oder habe ich mich jetzt verirrt? Ja. Ich habe mich verirrt. Mal gucken. Okay, hier ist das Jagdgebiet. Und da ist unsere Siedlung. Gut, alles klar. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt gründlich rumgeguckt. Und unsere Bewohner haben offenbar auch gründlich geguckt. So. Jetzt zieht euch mal alle schön was Warmes an. Esst die Vorräte und fangt im Zweifelsfall Fisch. Das geht auch im Winter. Und esst bloß das Brot auf, Leute. Das vergammelt euch immer. Ihr backt ihr wunderschönes Brot und esst es nicht. Und das ist so schön praktisch. Man kann sich's aus dem Lagerhaus holen und gleich einfach essen.
Korguk ist erfroren. Ach, Korguk, hast du dich nicht warm genug angezogen, als du losgezogen bist? Wo steckt da denn der Korguk? Mal gucken, ob ich ihn finde. Na toll. Es wäre gegangen, wenn ich rechtzeitiger geklickt hätte. Nun gut. Korguk, Ruhe in Frieden. Der Händler ist gekommen. Ich glaube, wir brauchen nicht unbedingt was. Ich guck mal, ob sie irgendwie heute zu einem guten Tarif da haben. Schlitten. Händler. Heute 5. Oh, sie haben auch Wolle. Aber da können wir noch gar nichts mit anfangen. Oh, Weben. Könnten wir uns kaufen für 200. Tja, tut mir leid. Da können wir noch gar nicht... Also das können wir uns wohl nicht leisten. Ja, wir haben zwar eine ganze Menge, aber... nix irgendwie... in der Größenordnung. Ja, jetzt gucken wir mal. Faustkeil. Ich glaube, die Faustkeile, die könnten wir mal abstoßen. Guck ich mal hier. 3 heute. Faustkeile. Kann natürlich sein, dass die das für alles Mögliche brauchen. Nee. Oh. Tja. Ja, die kriegen hier immer einen Aufschlag, sobald das hier in den Händlerhandel kommt. Unverschämtheit. Und ich tausche mal ein paar Brote ein. Denn die essen sie ja sowieso immer nicht. Aber nur 3 tausche ich ein. Und ich denke mal, ein paar von den Brettern, von den Baumstämmen können wir auch. Ja. Jetzt sind wir quitt. Gut. Hier haben wir wieder ein paar Häute. Dann können sie hier auch diesen Trauerpfahl bauen. Und dann geht es ihnen vielleicht besser. Sie könnten hier das Zelt reparieren. Da ist auch ein kaputtes. Und wir haben den Winter mal wieder überlebt. Hurra! Na, dann bin ich aber froh. Gut. Da mache ich jetzt mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!